Ah, der Meistere kehrt zurück. Und hatte Kogyoku recht? Sind diese Kimono wirklich der Goldsturm und die Glutfeder? Ich hätte nie gedacht, dass ein einzelner Mensch es mit einem Tornado und einer Feuersbrunst gleichzeitig aufnehmen kann. Mir fehlen die Worte. Endlich haben wir das alles überlebt. Jetzt sollten uns keine tödlichen Bestien mehr heimsuchen. Jedenfalls vorerst. Ach, ich sollte optimistischer sein. Minato hat etwas Ruhe, redlich ver... Schnell! Wir müssen etwas unternehmen! Natsumi, was ist passiert? Das Feuer! Es ist vollkommen außer Kontrolle! Es hat bereits den blütengesäumten Weg verschlungen und die Stadt ist als nächstes dran! Was? Aber unsere Jägere hier hat uns gerade erst diese verdammten Kimono vom Hals geschafft. Soll das heißen, es gibt noch mehr? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wir haben nichts darüber gehört, aber... Allein? Bitte seid vorsichtig. Lebenden? Ich dachte schon, du wärst abgetreten. Man hat dich bewusstlos gefunden. Als Opfer des endlosen Regens. Wenn das so weitergeht, versinkt Minato bald im Schlamm. Das klingt nach Suzuran. Ruh dich aus und komm wieder zu Kräften. Ich würde ja fragen, wie es euch geht, wenn es nicht so offensichtlich wäre, dass es euch schlecht geht. Euer Herz, oder vielmehr die Saat, verhält sich sehr ungewöhnlich. Er schlägt viel zu schnell und bricht förmlich in sich zusammen. Ihr habt sicher nicht vergessen, was ich über die Saat erzählt habe. Wenn sie zerbricht, werdet ihr sterben. Und bei unserem Glück würde es mich nicht überraschen, wenn es so kommt. Sollten wir den anderen erzählen, was mit euch passiert? Natsume und Uchiha haben sich große Sorgen gemacht. Würdet ihr bitte mit ihnen reden? Verstehe. Gut, wenn das euer Wunsch ist. Ich werde einfach sagen, dass ihr nur ein wenig erschöpft wart. Es regnet seit dem Tag eures Zusammenbruchs. Rund um Minato hat es bereits Erdrutsche gegeben. Einige Häuser wurden einfach weggespült. Aus dem Feuer in die Fluten. So etwas ist noch nie vorgefallen. Dennoch glaube ich nicht, dass Kimono oder Himmelsfäden für unsere Misere verantwortlich sind. Das Wetter ist uns einfach nicht gnädig gestimmt. Ich werde weiter nach möglichen Erklärungen suchen, aber ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Zumindest bis morgen. Hallihallo, ich habe mal etwas gefarmt. Wir sehen ganz anders aus, auch mit Helm, weil er cool aussieht. Und zwar ist das die volle Glutsturmrüstung, mit Modifikation auch voll. Kann ich euch mit das Feuer in der Schmiede brennt, trotz des... Die sieht so aus. Bam, bam, das ist die hier hinten. Die haben wir jetzt komplett. Ich tue, was ich kann. Plus die Modifikation.
Und ich würde sagen, jetzt machen wir mit der Story weiter. Gut ausgestattet. Und legen uns zur Ruhe. Ich habe es mir wohl recht bequem gemacht. Dieser Regen ist stark, hart und unerbittlich. Doch das Plätschern erinnert mich an einen tröstlichen Vers. Dem Grau des Regens folgt das Blau und es entsteht ein Regenbogen. Doch dieser Regen wird nicht versiegen. Es ist der Regen der 1000 Tage. Vor vielen Monden hat derselbe Regen das Land und seine alten Jäger verschlungen. Nun wird er erneut Minator in seine Tiefen ziehen. Minator und ganz Azuma. Sofern nicht bald gehandelt wird. Lange habe ich auf euch gewartet, mein Freundere. Ihr mit der Macht, diese verhängnisvolle Flut aufzuhalten. Die Vergangenheit darf sich nicht wiederholen. Minator und die Karakuri müssen beschützt werden. Die Stadt und all ihre Kinder liegen in eurer Hand. Ihr müsst das ursprüngliche Kemono erlegen, die Quelle dieser Flut. Genau. Hoch oben auf dem heiligen Berg schickt uns diesen Regen. Meine Beute, die einzig wahre, die ich einst zu besiegen suchte und daran scheiterte. Viele Jäger brachen an diesem Tag auf, um den Ursprung zu finden und zu bekämpfen. Keiner kehrte zurück. Der Regen fiel unaufhörlich. Minator war verloren. Die Natur, sie erblüht und vergeht, Leben wird erschaffen und zerstört. Menschen und Kemono verschwinden, gleichermaßen ohne jede Spur. Unter uralten Ruinen schlafen noch weitaus ältere. Zivilisationen entstehen und florieren, um dann spurlos zu vergehen. Ihr müsst diesen Kreislauf unbedingt durchbrechen. Es ist der einzig verbliebene Wunsch eurer Jäger Vorfahren. Und nur ihr seid in der Lage, ihn zu erfüllen. Wenn in euch die Stärke ruht, diesen Wunsch zu erfüllen, so müsst ihr den Gipfel des heiligen Bergs erklimmen. Dort werdet ihr die Quelle finden. Am Fuße der Klippe, das sieht geil aus hier, im Regensturm, auch schön mit unserer Rüstung im Regen. Es prasselt und prasselt und prasselt. Man sieht auch schön hier im Licht den Regen vorbeifliegen. Das sieht cool aus. Sieht auch, der Wind kommt von da, von rechts. So, dann müssen wir hier mal hoch. Geht, bahnt euch einen Weg, den niemand zuvor betreten hat. Denn kein Berg ist zu hoch, kein Fluss zu weit für ein Weg. Ach so, da sind schon Flöcke drin. Alles ging in den Fluten verloren. Häuser, Familien, Kämme, sogar das Land selbst. Thank you.
Eieiei, der Kampf wird gleich bestimmt wieder eine Woche dauern. Knopf. Wenn wir schlagen, fließt das Leben weiter. Durch euch wird eure Bürde. Das war noch nicht ganz da. Aber schon eine coole Idee mit den Pflücken. Oha, Ladebildschirm. Gleich geht's los. Ja, meistens lädt er dann eine Sequenz, ne? Also wird jetzt gleich eine Sequenz kommen. Ich trinke mal einen Schluck. Der Regen hat aufgehört. Hier ist bestes Sommerwetter. Man kriegt noch Material. Erzklumpen, Erz. Erzstein. Seelenstein. 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 Erz. Großer Erzbrocken. Großer Erzbrocken. Wow. Hier hat man einen schönen Ausblick. Ist auch Lawinengefahr hier. Oha, da müssen wir hin. Erz. Erzstein. Erz. Seelenstein. Erz. Aha, jetzt müssen wir hier lang. Nur nicht runterfallen. Ich hoffe, wenn wir sterben, müssen wir nicht jedes Mal hier längs. Kann man vielleicht gleich nochmal ein Zelt bauen, oder? Nee, wir haben hier leider keinen Drachenschlund. Naja, mit Glück geht das immer nach der Sequenz neu los. Aber kann auch sein, dass wir den First Try legen. Gucken wir mal, wir haben ja schon die beste Rüstung. Aber wir wissen halt nicht, wie der Boss funktioniert, ne? Beziehungsweise ich weiß es nicht. Kann sein, dass ihr das schon wisst. Ein Lager. Können wir uns hier jetzt hinporten?
Ja. Sieht so aus. Oder? Nee. Das ist nur ein Lagerfeuer mit einer Schmiede. Doch. Ah, wir können hier ein Zelt bauen. Geil. Ich setze das mal hier so. Reisepunkt Lager der Tapferin freigeschaltet. Cool. Ich speichere hier mal. So, gibt's hier gleich. Oh. Arbeit abgeschlossen. Vorbereitung abgeschlossen. Abgeschlossen.
Vorbereitung abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen.
abgeschlossen.
abgeschlossen. Bleib stark! Bleib einfach liegen! Abgeschlossen. Bleib stark! Bleib stark! Vorbereitung abgeschlossen. Bleib stark!
Arbeit abgeschlossen. Bleibt stark!